So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde SimCity. Wir versuchen weiterhin gegen die dringendsten Probleme in dieser Stadt anzukämpfen. Bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Wir gucken mal hier auf unser Großprojekt. Da sind wir inzwischen bei 70%. Und ich wollte ja eigentlich in dieser Stadt hier fertig spielen, bis wir zumindest das Großprojekt haben. Mal gucken, ob wir das vernünftig schaffen. So. Es gibt mehr Kriminalität in der Stadt, als die Polizei lösen kann. Ja, das weiß ich schon. Dann schicke ich den Maxismann da nochmal aus lauter Verzweiflung mit auf die Reise. Und es hilft alles nichts, egal wie. Wir sind ein bisschen profitabel, auch wenn wir die Steuern hochgesetzt haben. Wir werden uns darum kümmern müssen, die großen Einheiten von Feuerwehr, Polizei und ein Krankenhaus zu bauen. Das wird uns die monatlichen Kosten natürlich wieder erhöhen, aber die Stadt ist inzwischen so groß, dass ich da was tun muss. Gut, aber bevor ich da was tue, zahle ich auch den letzten Kredit ab. Einfach des guten Gefühls wegen. Wir gucken uns das hier mal an. Es ist mitten in der Stadt, mitten in der Nacht. Meine Güte. Die Fabrik arbeitet immer noch nicht durchgehend, weil einfach nicht genug Wertstoffe über Tag gesammelt werden. Die hier kriegen ihr Zeug langsam los und das sehen wir auch hier. Wir kriegen immer mal wieder Geld, 60.000 und ein bisschen mehr, 72 am Tag. Das ist schon ganz in Ordnung. Das heißt, das Recycling funktioniert. Aber wir könnten schon fast, wenn ich das hier richtig sehe, entweder eine bessere Verkehrsinfrastruktur bauen oder noch eine zweite Recyclinganlage, weil wir kriegen nicht alles das abgeholt, was produziert wird. Das Problem ist, ich kann es nicht weiter ausbauen. Ich habe die maximale Anzahl an allem. Das heißt, da passiert nichts mehr. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, wir könnten drüben nach Trinitas-Kant gehen, da noch eine Recyclinganlage hinstellen. Das werden wir über kurz oder lang eh machen, und hoffen, dass die dann da Kapazitäten übrig haben. Aber das später. Das heißt, ich nehme mir jetzt als großes Projekt vor, ich will nämlich immer noch nicht an den Straßenausbau ran, mal zu verstehen, warum zum Beispiel hier kaum jemand ins Gymnasium geht. Echt schwierig. 313 ist viel zu wenig. Kann ich das hier in den Statistiken sehen? Ladenbesucher, Schüler, Studenten. Nicht angemeldet sind über 1200. Wie kriege ich das denn hin? Das muss ich mir vor der nächsten Folge eventuell auch nochmal angucken. Irgendwas, ich habe gedacht, ich hätte hier ein prima Bildungssystem, klappt noch nicht so, wie ich das gerne möchte. Und wie die anderen das auch möchten. So, was gibt's denn hier? Die Busse haben ein Problem. Was haben die denn für ein Problem? Wie ohne Strom? Wie ohne Strom? Also 63 Minuten ist natürlich auch nicht so prima, aber ich habe doch kein Stromproblem, oder? Wieso kommt denn das da hinten nicht hin? Das ist ja mal was ganz Neues. Wieso kommt denn hier hinten kein Strom an? Also das hatte ich ja noch nie, dass bei einem Überschuss nicht die ganze Stadt versorgt wird. Ach doch, jetzt. Ich hatte die letzte Zeit überhaupt kein Problem in die Richtung. Sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Ja, dann ignorieren wir das mal weiter geflissentlich. So, wenn ich irgendwo Polizei und sonstige Reviere hinbaue, dann in Gewerbegebiete und möglichst zentral, das heißt rund ums Rathaus, weil Gewerbegebiete noch die wenigste Nachfrage hat. Das heißt, ich werde versuchen, hier was platt zu machen und hier was platt zu machen. Und ich fange mit der Feuerwehr an.
Kann ich mir zwar noch nicht leisten, ich gucke mir es aber trotzdem schon mal an. Das heißt, ich werde die versuchen, hier hinzustellen und dann irgendwie klarzukommen. Das wird die nächste Aktion werden, die ich mache. Und dann ist die Frage, ob ich die kleinen Feuerwehren auch noch brauche. Aber erstmal werde ich anfangen, hier die Feuerwehr auszubauen. 85.000 brauche ich, damit es nicht so lange dauert. Arbeiten wir mal so, wie ein vernünftiger Bürgermeister arbeitet, nämlich er kauft sich alles auf Pump. So, los geht's. So, was können wir jetzt hier machen in der Feuerwache? Wir können jede Menge Sachen bauen. Also, Löschfahrzeug ist in Ordnung. Büro des Brandschutzbeauftragten, da kann ich 4 Stück von bauen. Der Feuerwehrinspektor besucht die Stadt, in der Stadt Häuser, Fabriken und Läden. Die inspizierten Orte sind mehrere Tage lang vor Bränden geschützt. Okay. Die hier fahren einfach durch die Gegend, das ist schon in Ordnung. Hier kann ich irgendwas nicht bauen. Chemikalienschutzfahrzeuge. Dafür brauche ich eine Ingenieursuni. Ah, okay, und das sind dann diejenigen, die gegen die Chemiebrände helfen. Ja, okay, da steckt noch viel Arbeit drinne, bis ich das irgendwo hinbekomme. Und hier muss ich einen internationalen oder einen Stadtflughafen bauen, damit ich einen Landeplatz bekomme. So, und das hier ist dieser brandneue Einsatzturm kommuniziert über Satellit. Erhöhen Sie die Reaktionszeit der Löschfahrzeuge. Okay, das brauche ich dann auch. Und ich brauche natürlich ein Schild. Also, dann wollen wir erstmal anfangen. Das Wichtigste ist Löschfahrzeuge. So, perfekt. Dann hier der Ömpel. Ein Schild, natürlich, ein Schild. Und einen Flaggenmast kriegt ihr auch noch. Schön an die Straße. Gut. Und das kostet mich richtig viel in der Stunde, sollte mir aber erstmal helfen. Und die Frage ist, ob wir nicht gleich hier mit den Inspektoren zumindest noch einen hinsetzen. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was das Thema Feuerwehr noch so für uns zu bieten hat. Das war die erste große Runde an Ausbau. Die zweite große Runde wird die Polizei sein. Wo ist Maxismann, wenn man ihn braucht? Auf geht's. Den kann ich auch noch irgendwie ausbauen, ne? Retikulator-Landeplatz, na sicher. 2500. Und bis jetzt ist der 600 populär. Ja, das ganze Ding ist einfach noch Blödsinn, das hilft ja nichts. Aber vielleicht fängt er ja noch den einen oder anderen Verbrecher. Gut, tja, geschlossen, geschlossen, freie Wohnung, wir stellen ein. Es bleibt das Verkehrsproblem wahrscheinlich das Dringende, deshalb kommen auch die Polizeiwagen und sonst was nicht vernünftig durch. Ach, liebe Leute, muss ich denn da wirklich dran? Also wenn ich mir das überlege, dann müsste ich ja hingehen und irgendwo Hauptstraßen bauen. Und das kann ich nur mit extremen Verlusten machen. Also ich muss überall die Straße und die anliegenden Gebäude abreißen. Und das Ganze hilft eh nur zum Thema, wenn ich da eine Straßenbahn irgendwo reinkriege. Hier oben fährt die nicht lang, weil da sind wieder Versorgungsgebäude. Hier steht das Rathaus. Das heißt, ich müsste die hier irgendwo langfahren lassen. Und dann möglichst außenrum, oder? Tja, das könnte ich natürlich schon mal angehen. Soll ich das denn nochmal machen? Okay, sobald wir ein bisschen Kohle haben, gehe ich's, glaube ich, an. Wir wollen ja probieren, was das Spiel so hergibt. So, Lager voll in der Leichtmetall-Wiederverwertungsanlage. Hier.
Die kriegen die Legierung nicht los, weil hier auch alles voll ist. Und weil, warum? Nee, ich muss die Handelskarte haben. Wahrscheinlich, weil die Transporter nicht fahren, oder? Oder nur kreuz und quer. Oder da im Stau stehen. Okay. Also das Ganze funktioniert nicht vernünftig, wenn ich mich nicht um den Verkehr kümmere. Ich habe es ja inzwischen eingesehen, liebe SimCity. Ich muss mich um den Verkehr kümmern. Ich sehe es ja ein. Wenn die voll sind und nicht abtransportiert werden, mache ich natürlich auch kein Geld. Ich könnte mir jetzt mal im Vorgriff. Also wir machen das Ganze ja, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber eben auch, um Plastik und Legierungen nachher für die Solaranlage zu bauen. Und ich brauche auch noch Prozessoren. Wie kriege ich denn Prozessoren? Das geht doch auch über Spezialisierung. Hier gibt es das Prozessorensymbol. Und hier gibt es eine Prozessorfabrik. Sie sollten zum Hauptlieferanten werden, verwenden Sie Legierungen und Plastik, um Prozessoren herzustellen, die Sie dann im Handelsdepot auf dem Weltmarkt verkaufen. Ja, okay, also das heißt, ich könnte natürlich hier auch noch eine Prozessorfabrik hinstellen, und dann lokal die Sachen nicht mehr am Weltmarkt verkaufen, sondern dahin liefern lassen und nur die Prozessoren verticken, genau. Das ist natürlich auch noch ein cooler Plan. Vielleicht gehe ich den auch noch mal an. Ab und zu wird was verkauft. Hier ist noch ein Kredit, der ist mir noch ein bisschen hoch. Den will ich aber erst loswerden. Tja, und dann werde ich mir, glaube ich mal, einfach weil es Sinn macht und weil ich Spaß dran habe, eine Prozessorfabrik gönnen. Und am besten hier irgendwo hin. Dann haben wir den ganzen Krempel halbwegs auf einer Ecke. Da mache ich eine ganze Menge an Zeug platt. Wo kriege ich es denn hin, wo ich möglichst wenig rote Kästchen habe? Wahrscheinlich doch so, ne? 160.000 kostet die. Das ist viel. Aber ich werde das machen. Aber vielleicht erst, nachdem ich mich um den Verkehr gekümmert habe. Weil das hier ist alles nicht so schön. Also hier gehen mir ja reihenweise die Gebäude kaputt. Sehr unschön. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Schimmer, warum das mit den schlecht ausgebildeten Mitarbeitern so ist. Das bleibt mir ein echtes Rätsel. Ob ich dir das glauben will. So, das hier sieht auch schon nicht so gut aus. Ja, also dann werden wir uns jetzt darum kümmern, auch wenn wir hier inzwischen trotz der hohen Steuern und den vielen Mitarbeitern relativ wenig Überschuss machen, weil die mir das alles auffrisst. Die Straßen, den Verkehr hier irgendwie gerade zu kriegen, sobald es wieder Tag wird, werde ich das genauso machen, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich reiße das stückchenweise ab und baue neu. Immer in der Hoffnung, dass das halbwegs so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und als erstes werde ich hier eine Schleife bauen. So rum. Ach, es tut mir in der Seele weh. Und ich überlege mir das hier natürlich genauso. Da werde ich aber hier hochbauen. Tja, und dann wohin? Wahrscheinlich bis ganz hoch, ne? Fangen wir rechts oder links an? Was meint ihr? Gucken wir uns mal an, was die Straßenkarte zeigt. Hier ist es noch entspannter als hier drüben, ne? Oh, nee.
Ich will euch zeigen, warum ich da so Schmerzen habe. Wenn ich die jetzt hier abreiße, dann geht mir auch das Busdepot und sowas verloren. Das heißt, ich fange hier vorne an. So und so. Oh Mann, tut mir das weh. Tja, es wird nicht anders gehen. Erstmal müsste ich wieder Gewinn machen, das wäre auch schön. Vielleicht kriege ich das hin, indem ich den gleich abbezahle. Dann habe ich wenigstens wieder 700 plus. Aber es hilft ja nichts. Ich muss hier ran. Ich muss hier ran. So, das da außen mache ich nicht platt, sondern ich fange hier an. Tja, Augen zu und durch, oder? Na komm, wir probieren es einfach mal. Hier geht's los. Schmerzen. So, und dann können wir auch gleich die, wenn wir die zum Schluss auch bauen wollen, dann wollen wir die auch bauen. Also so. Tja, und dann werden wir es mal ein bisschen homöopathisch angehen. Eieieiei. Mal zumindest bis hier. Und da werde ich den Maxismann los. Paff. So, weg. Das hier weg. So, und eine neue Straße. So große Nähung zu der Kreuzung ist doch total beknackt. Das kann ich hier nicht weiterbauen, weil... Ach, weil hier der Tennisplatz ist, hoffentlich nur. Kommst da gleich wieder hin? Ja, Fußballplatz, Entschuldigung. So. Und warum geht's hier nicht? Welches Gebäude steht in einer Nähe, was ich nicht platt machen kann? Jupp, weg damit. So, das soll erstmal reichen, sonst wird es mir ganz schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wird denn eigentlich nachgefragt? Ich muss entweder, ja, ich muss für die Wohngebiete und die Gewerbegebiete in der hohen Ecke was machen. Das heißt, ich mache das wirklich hier. Das stimmt schon. Wo war denn... Ach so, Sport ist wahrscheinlich, der Fußballplatz wäre dann nur zwei gewesen. Ne? Nee, dann machen wir ab sofort alles für die hohe Dichte. Hier war der, dann kommt da auch wieder was hin. So, und hier vorne habe ich einen Park mit geraden Pfaden kaputt gemacht. Da kommt jetzt lieber ein Riesenbrunnenpark hin. So. Dann warten wir erstmal ab, weil jetzt sieht's hier schon wirklich nicht mehr so lustig aus und ich muss noch weiter investieren und ich habe immer noch einen Kredit am Laufen. Gucken wir uns nochmal an, ob das hier alles ausgewiesen ist. Nein, ist es nicht. Also so und so. Und so. Und so. Haben wir wieder alles, was wir kaputt gemacht haben? Okay. Tja, sehr spannend. Ja, dann Wasser, Wasser, Wasser. Wir sind tatsächlich schon wieder knapp. Gucken wir mal hier drüben hin. Oh, meine Maus will gar nicht so, wie ich will. Gibt ja nur eins, nämlich hier weiter ausbauen. So, wir können die billige nehmen, die günstige. Ist halt die Frage, ob die auch einen anderen Durchsatz haben. 80 km pro Stunde und 80 km. Nee, es geht nur um sauber oder dreckig. Ja, und ich hatte dann ja überlegt, ob ich die Straße hier platt mache, um da noch was hinzubekommen. Das scheint aber trotzdem dann nicht zu gehen.
Und die Straße hier kann ich, glaube ich, nicht platt machen, weil das die Straße ist, an der die Kläranlage liegt. Das heißt, ich muss hier weiterhin bauen. Das hilft ja nichts. So, ja, drohende Finanzprobleme, da bin ich ja durchaus bei dir. Jetzt haben wir aber wenigstens hier wieder ein bisschen Wasserüberschuss. Das hier sieht nicht gut aus. Die Leute verlassen die Stadt auch. Nee, verlassen sie nicht, sondern ich habe ihnen da hinten die Wohnräume geplättet. So, Wasserverschmutzung. Wo kommt denn schmutziges Wasser her? Gucken wir uns das erstmal nochmal an. Das hier. Wasserverschmutzung sauber. Wasserverschmutzung sicher. Was? Gucken wir uns nochmal an, wo wir noch Wasser haben, was uns Probleme machen könnte. Sauber, 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 sauber. Tja, das heißt, das muss schmutzig. Schmutzig heißt, wir verabschieden uns von dir. Gucken mal, was die Wasserqualität macht. Geht schon ein bisschen nach vorne. Und sicher ist nicht dasselbe wie sauber, ne? Das heißt, ich muss hier anfangen, mit Filterpumpen zu arbeiten. Ja, okay, ich brauche einen weiteren Kredit. Und das hier macht keinen Spaß und muss wahrscheinlich nochmal die Steuern erhöhen. Okay, also ich gucke mir die Wasserkarte nochmal an. Das hätte ich schon gerne noch geregelt. Warum das nicht sauber ist. Die stehen aber alle eigentlich noch gar nicht so schlecht. Also muss ich hier doch irgendwann auf die teureren Filter pumpen. Was natürlich auch nicht wirklich schön ist, um es mal freundlich zu sagen. Ja, eine ihrer Leute macht ihr eine ihrer Pumpen. Ja, es sind genau die. Eieieiei. Gut, das heißt, ich muss austauschen. Das kostet mich richtig Geld. Aber es ist ein Problem, was ich nicht in den Griff kriege sonst. Okay, das ist hier, die werden das Zeug nicht los. Tja, das ist nicht so schön. Dann werden wir das angehen. Kriegen wir es irgendwie mit? Nee, wir kriegen es nicht mit. Wir kriegen nur mit, dass es verschmutzt ist. Das hier steht noch alles auf Tiefblau, das heißt, ich habe die beiden hier in Verdacht. Ja, dann werden wir mal versuchen, ob das wirklich was hilft. Gucken wir uns das hier unten mal an. Wir tun die weg und bauen dafür eine neue hier hin. So, das ist jetzt ja eine Filterpumpe. Das heißt, sobald die läuft, sollte die Wasserqualität besser werden, tut sie das. Bisschen, ne? Tja, mehr kann ich auch nicht austauschen, ganz im Gegenteil. Das heißt, ich muss, tja, investieren Sie eine neue Filterpumpe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal abwarten. Das hilft ja nichts. Wasserverschmutzung sicher. Das ist was anderes als sauber. Schlecht, schlecht, schlecht. Gut. Dann habe ich Geldprobleme. Noch und nöcher. Das heißt, bevor ich mich weiter um irgendwas kümmere, muss ich mich mal darum kümmern, was meine Kohle macht. Jetzt habe ich hier ja neue Straßen gebaut. Gucken, ob das überhaupt was gebracht hat.
Die fahren schon vorher ab, ja, das weiß ich. Kommen dann aber wenigstens hier schneller rum. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und wenn die Gebäude mal alle fertig sind, ist auch hoffentlich das hier wieder im grünen Bereich. Hier staut sich's immer noch bis Jericho. Da bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwie rechnet. Tja, Probleme über Probleme, sehr schön. Es soll ja herausfordernd sein. Gucken wir uns das hier mal an. 85% erforscht, das ist ja wenigstens mal ganz freundlich. Das heißt, mit dem nicht vorhandenen Geld könnte ich dann auch irgendwann mal an das Großprojekt denken. Tja, das hier ist ja nun ein Problem, was ich habe, dass ich einfach nicht genug Geld verdiene, weil die mit ihren LKWs da nicht durchkommen, beziehungsweise hier ewig im Stau stehen, bis sie wieder in der Stadt sind. Aber ich verstehe immer noch nicht hundertprozentig, muss ich euch sagen, warum sich das so weit staut, warum das hier so ein Nadelöhr ist, diese Kreuzung. Es wäre halt wirklich cool, wenn man bei SimCity diese blöde Verkehrssteuerung auch nochmal beeinflussen könnte. Ein paar Ampelsignale setzen oder sowas. Das wäre doch mal was. Ja, es fließt jetzt schon irgendwie permanent. Es ist ein bisschen besser geworden und zumindest hier aus der Stadt raus sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Tja. Mit dem neuen Patch sollten ja die Versorgungsfahrzeuge Vorrang haben. Ja, es fließt schon besser ab jetzt, ne? Glaube ich. Also, dann sind die Straßenumbauten durchaus richtig. Es ist auch richtig, weil sich jetzt hier natürlich nochmal massiv Geschäfte ansiedeln. Ich glaube, dass ich insgesamt trotzdem positiv bin. Unter anderem, weil ich ja hier immer mal wieder was verkaufe. Aber so richtig vorwärts geht's natürlich nicht. Das soll ich mir für die nächsten Folgen aufheben. Ich sag wie immer erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.